freue mich jetzt auf einen Mann, der schon lange nicht mehr zu Gast bei 3 nach 9 war. Es ist schon 6 Jahre her und es ist so viel passiert. Ich freue mich auf das Gespräch. Daniel Hope. Veränderung seit dem letzten Besuch ist augenscheinlich. Sie haben eine neue Geige, eine neue Violine. Was eine ist neue das? Alte. Eine neue alte. Ja, selbstverständlich. Ja. Es ist wie nennt sich das, eine Antiquität? Darf man das sagen? Ja, es ist ein wunderbares Instrument aus dem Jahr 1742 von Guarneri del Gesù. Mhm. Es gibt im Prinzip 2 sehr berühmte Geigenbauer. Stradivari kennen die meisten. Wenige kennen aber Guarneri del Gesù. Er war nicht so erfolgreich zu seiner Lebzeit. Er hat weniger produziert. Und, sind sie deshalb mehr wert, weil es weniger davon gibt, wie bei Autos? Teilweise ja. Und ich bin der Meinung, dass sie noch besser klingen als Stradivari. Wobei, es gibt unglaubliche Stradivaris auch. Es ist nur, man tut das in quasi 2 Kategorien. Die Stradivari ist eine Perfektion, ein Kunstwerk, eine Da Vinci, wenn man so will. Ja. Und der Gesù ist nicht immer perfekt, weil er nicht genug Zeit hatte oft, die Sachen zu vollenden. Wenn man zum Beispiel dieses sehr schön aussehende Instrument anschaut, man sieht diese sogenannte F-Löcher, die sind nicht gerade, sondern man sieht, wie er das reingeschnitzt hat. Er hatte nicht die Zeit, alles perfekt zu vollenden. Mhm. Dafür hat es eine unglaubliche Seele und eine wunderbare Klang. Mhm. Und der Gesù ist aus diesem Grund für mich noch faszinierender als Stradivari. Mhm. Das Holz, was ist das für eins? Kann ich Ihnen nicht sagen. Wissen Sie nicht? Nein, ich weiß es nicht. Sie wissen nicht, aus welchem Holz die Geige ist? Weiß ich nicht. Ach. Ich dachte, die wären irgendwie aus Rotfichte hergestellt, Fichte die nur nachts Teil, irgendwie gefällt wird, oder? Ja, ja, das auf jeden Mythen. Fall. Beim Mond sie nachts fällen lassen, ne? Die das Bäume, von denen wir nicht wissen, welches waren. Der Gesù und Stradivari haben das nachts in Italien, in den Dolomiti. Es gibt ein Wald dort, da hat er nachts sein Holz gesucht, bei Mond, vollem Mond, sagt man. Und für mich ist es einfach ein Wunder, dass jemand das mit der Hand so produzieren kann und dass es noch klingt. Wobei man sagen muss, es gibt auch fantastische Geigenbauer heutzutage. Aha. Nur die haben es schwer gegen solche Geräte. Aber klingt denn so eine alte Geige wirklich besser als eine neue? Oder ist das einfach nur, man hat als großer Star einfach so eine Antiquität, die ganz viel wert ist? Es ist schwer genau zu beantworten. Im Prinzip für mich gibt es nichts Schöneres als ein solches Instrument. Also es klingt wirklich am besten, aber auch eine Stradivari auch. Ich habe aber trotzdem fantastische Instrumente von jungen Geigenbauern gespielt. Manchmal dauert es ein bisschen Zeit. Also ich hoffe nicht, dass die alle 200 Jahre warten müssen, bis das dann so klingt. Aber es gibt schon gerade in den letzten 30, 40 Jahren eine unglaubliche Entwicklung unter den jungen Geigenbauern und bestehende auch. Und die werden auch ziemlich teuer. Dürfen Sie sagen, was das wert ist? Nein. Nein. Annähernd. Also wenn ich dazu mal so raten würde, dürften Sie dann so entsprechend gucken? Vielleicht? Nein. Oh, nein. Ich frage anders. Also ich habe irgendwo gelesen, ja, völlig unbestätigte Quelle, dass es so ein 2-stelliger Millionenbetrag ist. Wenn man jetzt als Musiker so ein Instrument spielen möchte, wie geht das dann? Geht man dann zur Bank und sagt so, das ist mein Businessplan. Ich will in den und den Opernhäusern spielen. Ich brauche jetzt 20 Millionen oder wie auch immer. Für eine Geige kriege ich das Geld oder wie geht man davor? Man kann es versuchen, aber ich glaube nicht, dass es besonders erfolgreich sein wird. In meinem Fall war es eine Familie, die haben mich angerufen, also eines Tages. Ich kriege einen Anruf und sie sagen, die würden sehr gerne ein Instrument kaufen als Investition und ob ich Lust hätte, etwas auszusuchen. Und das ist nicht ein Anruf, den man jeden Tag bekommt natürlich. Und nachdem ich erstmal gecheckt habe, ob es nicht ein Freund war, der einen Scherz erlaubt hat, und ich wusste, es war wirklich ein richtiges Angebot, habe ich gesagt, gut, wenn ich was aussuche, muss es eine der schönsten Instrumente der Welt sein. Und die sagten, kaufen Sie es oder suchen Sie es aus und wir kaufen das. Und diese spezielle Geige hat dem Violinisten Lipinski gehört, ein polnischer Violinist aus dem 19. Jahrhundert, wenn genau. ich richtig informiert bin. Ganz genau. Ja? Ja. Und er soll der Einzige sein, der den Teufelsgeiger Paganini geschlagen hat im Schnelligkeitsduell. Nicht nur Schnelligkeit, sondern es gab damals im 19. Jahrhundert, also die berühmten Geigen, vor allem Paganini, ist überall gereist und dann hat er gesagt, ihr könnt kommen und gegen mich spielen. Und dann musste das Publikum entscheiden. Und alle haben natürlich verloren gegen Paganini, außer Lipinski.
Und das führte relativ schnell zu einem Bruch in ihren Freundschaft. Mhm. Und als Paganini dann gefragt wurde, wer ist der beste Geiger der Welt, sagte er, das weiß ich nicht, aber der zweitbeste ist Lipinski. Sehr gut. Die Frage müssen wir natürlich jetzt auch Daniel Hoop stellen. Wer ist der beste Geiger der Welt, Herr Hoop? Ich weiß es nicht. Oh, aber der zweitbeste? Es gibt wunderbare Geiger. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, David Garrett hat ja Paganini gespielt, ne? Und wenn Sie jetzt also Lipinski spielen würden in einem Film und es würde zu dieser Szene kommen, ja, dann wäre David Garrett ja der zweitbeste Geiger der Welt, ne? Das haben Sie gesagt. Sehr schön. Sie waren doch schon 4-5 Mal da. Da waren Sie viel offener und nicht so diplomatisch. Was ist passiert in der Zwischenzeit? Ich glaube, es sind die Themen. Man wird älter. Man wird älter. Genau, wir reden jetzt über was anderes, was passiert ist in Ihrem Leben. Und zwar haben Sie ein Kind bekommen. Das ist richtig, ein ja. Sohn, der jetzt 3 Jahre alt ist. Das ist richtig, ja. Und ist Sonnenschein. Ist er auch so ein begeisterter Musiker, jetzt schon mit 3 Jahren? Er liebt Musik, er reagiert sofort auf Musik, meistens tanzt er. Und seit wir bei ihm im Konzert von Eric Clapton waren, ist er besessen von der E-Gitarre. Und ich habe so ein Gefühl, es könnte in diese Richtung gehen. Und tut Ihnen das weh im Ohr, wenn Sie das hören? Nein, oder ist das alles gut? Alles gut. Es ist besser als eine Geige. Wenn man anfängt, so mit 2, 3 eine Geige zu spielen, dann quietscht das ganz fürchterlich. Wann haben Sie angefangen? Mit 4. Ganz was anderes. Und er sagt, Herr Rost gesagt, ganz was anderes mit 4. Aber es ist auch ein hartes Training, oder? Mit 3 schon zu kleppen, meine ich. Das ist auch, ja. Sie geben sogenannte Schnullerkonzerte. Würden Sie uns erklären, was das ist? Ja, ich bin seit letztes Jahr Musikdirektor in Zürich beim Zürcher Kammerorchester. Und ich gestalte das gesamte Programm über das Jahr. Da gibt es die normale Abonnentenkonzerten. Aber wir haben auch diese sogenannten Schnullerkonzerte, wo Babys und ihre Eltern zu den Konzerten kommen. Alle Stühle werden rausgeräumt, es gibt Matten. Die ganze Familie können da liegen. Und wir spielen direkt für sie. Also das heißt, die Babys krabbeln um uns herum und reagieren natürlich auf die Musik. Und vor allem, seit ich Vater geworden bin, ist das einfach so schön zu sehen, wie Kinder auf Musik reagieren. Nicht nur Kinder, die Eltern natürlich auch, aber gerade diesen kleinen Menschen. Da passiert so viel schon und die Reaktion ist so schnell. Und wir wissen alle, was Musik bedeuten kann und was es auswirken kann. Mhm. Aber wenn man so früh anfängt, ist es ein Geschenk. Mhm. Die dritte Neuigkeit in Ihrem Leben, außer dass Sie Vater geworden sind, ist, dass Sie die deutsche Staatsbürgerschaft anstreben. Ist es schon soweit? Sind Sie schon mit einem deutschen Pass ausgestattet oder sind Sie noch im Prozess? Ich bin noch im Prozess. Es dauert relativ lange. Also ich bin sozusagen irgendwo in den Behörden jetzt, in den Akten. Aber ich bin zuversichtlich, dass es irgendwann klappen soll. Im Moment haben Sie noch einen irischen Pass, ne? Das ist richtig. Behalten Sie den dann auch? Unbedingt, ja. Beide Pässe? Ja. Okay, wunderbar. Dann die vierte Neuigkeit. Wir arbeiten jetzt hier an Neuigkeiten ab. Neuigkeit 4, neue CD, die ausgerechnet heute veröffentlicht wurde. Das ist ein Zufall. So ein Zufall. Und auf dieser CD ist unter anderem sind die 4 Jahreszeiten von Vivaldi zu hören. Unter anderem, ja. Unter anderem, ja. Weil es auch Stücke gibt von zeitgenössischen neuen Musikern, jungen Musikern. Mhm. Und es sind im Booklet auch Gemälde zu sehen. Das heißt, ja. Sie haben Kunst und Musik gemischt auf dieser CD. Genau. Warum war Ihnen das wichtig? Ihre Frau hat auch ein Gemälde beigesteuert. Das hat sie. Also dieses Album heißt Four Seasons, also für die Jahreszeiten. Mhm. Und es war mein Versuch, eine Art Liebeserklärung zu den Jahreszeiten zu machen. Wir kennen und lieben Vivaldi natürlich, mhm. aber das ist nur eine Hälfte. Und ich habe dann für jeden Monat ein Stück ausgesucht, das gesamte Jahr sozusagen musikalisch bemustert. Und von Bach über Tchaikovsky und Schumann bis hin zu Chili Gonzales und Nils Frahm. Also es ist wirklich eine musikalische Reise. Und meine Idee war, die Genres zusammenzubringen. Ich bin mit vielen Maler befreundet und ich finde es toll, dass wenn sie malen, sie hören Musik und sie werden inspiriert durch Musik. Und ich wollte wissen, was passiert, wenn es umgekehrt ist. Und so ist diese Arbeit entstanden mit 12 Maler aus der ganzen Welt. Alle verschiedenen Genres sind auch da vertreten. Also Realismus, aber auch Romantismus. Und das war eine fantastische Untersuchung für mich, diese Genres gemeinsam zu bringen. Mhm.